So, herzlich willkommen zu dem zweiten Teil des kleinen Specials. Und zwar widmen wir uns heute der Alpha 05. Yay! Der ersten, also in der ersten Folge sind wir die ganzen Alphas durchgegangen, die quasi eher Tech-Demo waren. Die also quasi gezeigt hat, was damals möglich war. Wie gesagt, man muss immer im Hinterkopf behalten, Doom war damals Game Changer. Die Sachen, die in Doom damals waren, gab es so nicht. Ne? Mehrere Waffen, okay, gab es bereits in Wolfenstein, aber dieses Waffenhandling als solches, diese Map allgemein mit 3D, dass es so dargestellt werden konnte, gab es zwar schon mit Wolfenstein, aber die Art und Weise, dass man halt mehrere verschiedene Höhen hatte von Etagen, dass man verschiedene Höhen der Räume an sich hatte, dass man halt nicht nur eckige Wände haben konnte, sondern wirklich Wände in sämtlichen Winkeln und so, das war ja damals alles neu. Ne? Und dementsprechend war das natürlich auch für id Software ein sehr großer neuer Einstieg in ein komplett fremdes Gebiet. FPS gab es ja damals so, wie wir es heute kennen, noch gar nicht. Und dementsprechend wurden halt sehr viele Tech-Demos erst rausgebracht, um zu gucken, wie die Menschen das so annehmen, weil tatsächlich gab es sehr viel Feedback, auf das id Software auch gehört hat. Das war also nicht einfach nur, hier guckt mal, was wir können, kauft mal, sondern es war tatsächlich mit der Intention, dass die Leute, die das ausprobiert haben, auch Anregungen an id Software bringen konnten. Und wie gesagt, die Alpha 05 war dann die erste Version, die tatsächlich auch spielbar war. Natürlich, wie gesagt, immer noch im Rahmen einer Alpha. Aber man sieht schon, man hat ein richtiges Menü. New Game. Ultraviolence gab es damals noch nicht. Das, was hier als Ultraviolence ist, ist quasi einfach nur Violence. Alles gut. Nightmare gab es nicht. Jetzt habe ich gerade Ultraviolence und Violence mit Nightcore und Nightmare und Ultra Nightmare von heutigen Doom verwechselt. Nee, also eben. Die vier Schwierigkeitsgrade gab es damals schon. Und Nightmare, das gab es damals noch nicht. Das wurde tatsächlich auch dazu gepatcht. Ne? Ich hatte es schon gesagt gehabt, Anregungen von Spielern. Es gab halt Spieler, denen war Doom einfach zu leicht. Und da hat dann id Software gesagt, okay, komm, fickt euch. Ja? Wir wollen euer Geld, euch ist es zu leicht. Dann klatschen wir halt noch einen Modus dazu, wo die Monster immer wieder aufwachen. Und daraus ist dann wieder Nightmare entstanden. Ich weiß nicht, was nehmen wir jetzt eigentlich? Kommen wir nehmen einfach mal Ultraviolence. So, und damit herzlichen Glückwunsch, wir sind im Spiel. Die drei machen nichts. Das ist immer noch nur Zierde, aber man sieht schon, Enemies oder Entities haben jetzt mittlerweile auch Kollisionsabfrage und so einen Scheiß. Brauchen sie ja auch, weil, wie gesagt, auch Waffen funktionieren. Ja, drei Keycards waren damals noch useless, deswegen habe ich sie direkt am Anfang hingeschmissen bekommen und das war's dann. Und hier ist jetzt der erste Gegner, den man besiegen konnte. Die Disziplin dabei natürlich einfach, ne, klar, also Animation gab es damals noch nicht dafür, aber man konnte die Gegner schon abschießen, abknallen, abballern. Ansonsten, die Gegner selber haben aber nichts gemacht, ich weiß nicht, ob man Schaden bekommen hat von dem, wenn man da dran war. Ne, wie gesagt, Schaden und so gab es damals. Jetzt sehe ich gerade, das User Interface liegt ja tatsächlich doch. Holy shit, ey. So, ich bin mal klassisch mit Maus und Tastatur. Ohne Maus, nur mit Tastatur. It's classic. Okay, zum Tier öffnen brauchen wir die Maus. Ist nämlich Rechtsklick. Oder irgendeine andere Taste, die ich gerade nicht weiß. Gab es noch diese ganzen Features hier mit Auflösung umschalten? Ja, gibt's sogar noch. Full Size und das ist geviertelte Auflösung. Nein, siehst du, sieht schon gleich viel besser aus. Da waren wir in VGA-Auflösung und haben die nicht mal ausgenutzt. Was ist denn hier los? Es gibt diese Mod auch tatsächlich wir können ja eigentlich auch mal komm, wir machen mal das hier nicht so, sondern wir machen das tatsächlich mal mit der portierten Version für modernen Doom. So hier. Das ist einfach das Spielfeeling besser.
behaupte ich jetzt einfach mal. Man sieht schon. Nice. Gut, hier funktioniert das User Interface tatsächlich nicht. Aber. Gott, wie viel haben wir eingesteckt hier? Dafür kann man hier schon Gegner abballern. Yay. Macht sich vielleicht, wenn man richtig spielen möchte, mit der Map doch besser. Hierfür die geportete Version zu benutzen, als die direkt unter DOS lauffähige, einfach voll jetzt hier, ne? 16:9 und fürs Let's Play, alle haben 16:9 Bildschirm und sowas alles. Ja, die erste Map. Yay. Komm, wir gehen einfach mal dran vorbei hier. Oh. Okay, erste Exit haben wir auch schon direkt gefunden. Ja, gell? Und, ja, damals schon direkt mehrere Maps. So, das ist wieder diese typische, ich weiß nicht, wie die heißt, diese Lagerhallen-Map. Klappe jetzt, hier mit den ganzen Kartons. Jetzt weiß ich gerade gar nicht. Lasset mich in Ruhe. Hallo? Ah. Ja, früher wurde noch sehr viel mit Fahrspielen gearbeitet. Treppen und so gab es damals sehr wenige. Wir können noch mal ganz kurz. Ich will mal ganz kurz gucken. Achso. Nein. Nein. Da haben wir begonnen. Das ist die allererste Map. Wieso haben wir eigentlich nicht mit der hier begonnen? Nö, wie beginnen mit der hier? Welches ist denn das? Map 01. Aber wieso haben wir denn. Ah, okay. Ich bin einfach nur dumm. Ah, okay, ich bin einfach nur dumm. Dann kam ich wohl auf eine falsche Taste oder sowas. Nein. So. Ah, die Map erkennt man auch wieder. Gott, die Map erkennt man auch wieder. So viele Maps, die man wiedererkennt. Die Frage ist hier E1M2 schon mit vorhanden? Scheiße. Ah Gott, die Map. Ich hasse diese Map. Ja! So, weil hier war nämlich auch, weil wir ja gerade gesprochen haben von Fahrstuhl, falsche Richtung. Der Keycard-Raum, der M2-Keycard-Raum, war hier nämlich tatsächlich, zwar mit Leiter, so wie man hier sieht, aber wir können. Warte. Wir machen mal hier Nägel mit Köpfen. Habe ich die neue Version? Nein, die gibt es hier nicht. Dann spielen wir wieder die. Klassische Version, die Alpha 09. Die erste richtige Spielmap, die also nicht mehr Alpha war, sondern schon Beta, wenn man so möchte. Die auch tatsächlich damals als Shareware verkauft wurde, glaube ich. Ich möchte jetzt nicht lügen. Hallo? Habe ich hier noch gar nicht entpackt? Nö. Ja, leck mich am Arsch. Probieren wir es mal mit der hier. Wobei, das ist aber auch zum ersten Mal entpacken, ne? New Doom. Moment, bin ich eigentlich gerade dumm? Nö, bin ich nicht. Okay. Dachte gerade schon. Scheiße, ich hab geschlossen. Pre-Doom. Print Release, die erste Version, die man auch spielen konnte. Also, die erste Version, für die man Geld zahlen musste. Nee. Keine Ahnung. Aber die erste Version, die komplett funktioniert hat.
Dieses Spiel hasst mich. Wie kann man das jetzt zeigen? Es gab da mal so ein Patch, der dieses... Weil das war damals Zeit, ne, war ja schon komplett lauffähig, aber für die Presse kostenlos Verfügung und dementsprechend mit einem Time-Limit und das ist natürlich schon lange abgelaufen. Und da gibt es jetzt ein Patch, was dieses Time-Limit quasi aufhebt, aber ich weiß jetzt nicht, was es ist. Gut, okay, komm, dann widmen wir uns tatsächlich doch wieder der 04er. Klassisch unter DOS. Auf jeden Fall E1, M2 hat er damals in dem Bereich, wo diese rote Karte war. Was macht man hier gerade? Da haben wir Treppen. Ne? Die gehen diese Treppen nach oben. Diese Karte ist ja etwas erhöht. Und in der ersten richtigen finalen Version von Doom, da waren da aber tatsächlich Fahrstühle. Also so eine Slider, die hoch und runter ging. Weil man damals dieses Feature sehr gefeiert hat und John Romero einfach überall Fahrstühle reingekloppt hat, weil er von denen so begeistert war. Aber sich dann später herausgestellt hat, okay, diese Fahrstühle, die müssen halt immer erstmal runtergehen und hochgehen und das dauert halt. Und für den Gamefluss, also für, Quatsch, Gamefluss, für den Spielefluss ist es halt angenehmer, Treppen zu haben, weil da kann man einfach hochspeeden und wieder runterspeeden, easy. Von daher hat man sich dann halt später dazu entschieden, denn doch vieles gegen Treppen wieder auszutauschen. Anders als, wieso sterbe ich hier nicht? Ich spiele gerade die Falten. Komme ich gerade. Ach, nein, doch nicht die 04, ich wollte doch die 05er spielen. Gott. So, jetzt aber. Danke. Ist sogar schon Sound? Nö. Dachte gerade schon, ich höre hier was, aber kommt von draußen. So, die Map hatten wir schon weitestgehend. Halt. Nein, ich wollte. Was soll ich denn machen? Oh, Automap gibt's doch schon. Nice. Aber was ich wollte, ist das hier. Genau. Auflösungskurve. Und da sieht man auch schon, wie der Stockart. Ja, ich habe DOSBox tatsächlich so konfiguriert, dass es, ich weiß nicht mehr, also wie ein reeller Rechner aus der Zeit läuft. Also ein 100 MHz Pentium, aber ohne Erweiterung, also kein MMX, sondern wirklich Pentium 1 auf 100 oder 133 MHz. Und da sieht man schon, ne, stockert teilweise. Oder habe ich jetzt 486 eingestellt, weiß ich gerade gar nicht. Und dementsprechend, weil es halt so gestockert hat, damals auch auf reellen Rechnern, weil die waren halt nicht leistungsstark, deswegen konnte man halt die Auflösung halt runterstellen. Für die Leute, die halt keinen leistungsstarken Rechner haben. Ne? Damals konnte sich noch nicht jeder eine RTX 2080 leisten. Die hat damals noch 15 Euro gekostet. Nicht so wie heute. Ah. Gut, wir gehen mal hier zum Exit und gehen mal direkt in die nächste Map. Gibt es hier schon Speed? Nee, ne? Ne. Wie lang das ohne Speed-Taste ist. Halt, ich möchte raus. Okay, also A ist Automap und Y ist Automap verlassen. Sehr intuitiv. In Klammern nicht. Oh, und während man in der Automap ist, kann man sich... Ah, okay, so ist das. Oh, wow, okay. Ist nicht Y mit Automap verlassen? War nur deswegen, weil ich die Taste zuerst gedrückt habe, sondern beliebige Taste ist Automap verlassen. Also alles außer A. So, rechtsklick? Ja. Sehr schön. Wir können ja mal hier ein paar Fischer erledigen. Ich meine, macht jetzt nicht unbedingt viel Sinn. Hallo? Das sieht so komisch aus. Das sieht aus, als wenn er quasi direkt bei uns wäre und die Waffe aber viel weiter weg. Die Frage ist, wieso kann ich nicht angreifen? Ich versuche mal eine andere Waffe. Ja, mit der klappt's. Lol.
Sehr, sehr suspekt. So. Feuer frei. Achso, wir brauchen die blaue Karte. Die blaue Karte, wo ist sie denn? Ich weiß nicht, waren die Karten schon so angeordnet wie damals? Wenn ja, müsste ja hier die gelbe Karte sein. Hallo? Okay. Geht also doch per Schalter und ich treffe den Schalter nicht. Hä? Oh wow, auch das ist mit rechts Mausklick. Ist ja schlimm. So, okay, das sieht schon eher nach dem aus, was es heute rauskommt. Oh, den Raum gibt es ja auch schon. Okay, damals war es ein Schalterrätsel. Was zur Hölle? Hat mir das geknackt? Momentchen mal. Nee, ist kein Schalterrätsel, du musst einfach nur alle Schalter drücken. Das ist ja mal das schwierigste Rätsel der Welt. Wow. Darauf kommen Leute nie. Oha. Alter, wie gerade die Framerate runtergeht und das, obwohl wir auf niedrige Auflösung spielen. Ach nee, spielen wir nicht. Ah. Okay. Der Imp tanzt. Yay, Hardcore. So. Hallo, lauf doch mal. Ich kann nicht mehr laufen. Hä? Verstehe ich nicht. So, und hier hinten sieht man noch eine Eigenheit. Das da. Damals gab es Schätze. Damals war man nämlich noch auf den Trip wie in Wolfenstein. Wie gesagt, Doom war nicht einfach ein Ballerspiel, sondern Story. Und dementsprechend sollte es auch was sammeln geben. Und genauso wie in Wolfenstein gibt es halt Schätze überall in der Map, die einen Punkte einbringen. Was, wie man ja mittlerweile kennt, später in Doom komplett verworfen wurde, zum Glück. Ich finde das bei Wolfenstein immer noch komplett useless. Aber ja, damals hier ist es immer noch, bis in den Alpha-Versionen immer noch drinne, dass es Schätze gibt in der Map. Und ich kann nicht laufen. Wie soll ich kann nicht mehr laufen, sag mal. Okay, ich kann nur laufen, wenn die Plattform ganz oben ist und nur, wenn ich gegen die Wand laufe. Sehr suspekt. Ah ja, wie gesagt, ist noch eine Alpha, ne? genau, und dementsprechend gibt es halt überall diese Schätze. Und ja, damals ging es nicht danach, wer die Map in wie vielen Sekunden geschafft hat, so wie Speedrun, sondern damals ging halt da, wer die meisten Punkte bekommen hat, ne? Also Schätze war natürlich gleichzusetzen mit, wie gesagt, genauso wie in Wolfenstein, man hat halt Punkte bekommen und Highscore. Jeder wollte Highscore. Wobei das nicht unbedingt schwer war, weil wenn man alle Schätze gefangen hat, oder gefangen hat, wenn man alle Schätze gehabt hat, dann hat man alle Schätze, von daher. Dich, 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 dich. Ja, ja. Gibt's das Secret hier schon? Tatsächlich. Nice. Ja, so viel dazu. Würde ich höchstens noch mal hier spielen. So, Map 3 haben wir auch, Map 4 haben wir auch schon. Jetzt wechseln wir mal direkt in Map 3. Hier ist die Grundstruktur tatsächlich schon komplett fast vorhanden. Gut, hier sind Gitter, die sind hier nicht. Und auch die Texturen haben noch keine Animation gehabt. Okay, oder doch schon? Jetzt weiß ich nicht, ob die Animation hier mit dem Wasser tatsächlich schon in der Alpha vorhanden war. Oder ob sie einfach nur hier reingeportet haben. Weil eigentlich dachte ich, in der Alpha gab es noch keine Animation, also keine animierten Texturen. Wow. You need a blue keycard, obwohl es hier gelb ist. Ja, damals waren die Farben noch anders. Wobei nicht schlimm eigentlich, es gab auch Rot, Blau und Gelb, so wie heute.
Okay, lass mal ein bisschen Spaß haben. Wir nehmen mal. Wow. Was gibt's noch? Nein. Ah. Ja, Mann. Richtig knallhart. Ja, siehst du, damals war die Map noch richtig schön. Warum haben die das Ding nicht einfach drin gelassen? Das hätte den Raum sinnvoll gemacht und schön. Jetzt mit dem nur noch mit dem guten Becken ist der Raum weder sinnvoll noch schön. Gibt's schon Rocket Launcher? Muss ja so aussehen. Achso, die Sachen, die BFG eigentlich? Nein, schade. Weil die BFG hat damals nämlich anders funktioniert. Bei der BFG, die war quasi wie eine übertriebene Plasma-Gun. Also, ne, so wie hier die blauen Dinger rauskamen, kamen damals halt die grünen raus, aber halt nicht nur in eine Richtung, sondern quasi wie eine Shotgun also mit einem Spray und auch viel schneller. Das war also quasi einfach eine total übertriebene Plasma-Gun. Und dann haben sie aber die BFG halt komplett überholt und naja. Jetzt ist die BFG so wie wir sie kennen. So, ich weiß natürlich nicht, welche Karten wir jetzt alle schon haben. Haben wir auch schon eine Karte? Weil wir brauchen ja die blaue Karte. Die Frage ist. Schön, wenn die Map schon so ist wie. Ach doch, klar, haben wir aufgesammelt. Schön, wenn die Map von der Struktur her schon so ist, wie ich sie kenne, kann ich direkt mein Workflow benutzen. Das ist hier gelassen. Oh, okay, man kriegt aber trotzdem Schmerzen. Ja, interessant. Willkommen im vierten Level. Yay! Oh Gott, dieser Autosave. Das brauchen wir definitiv nicht. Ach, egal. Kann ich später aufräumen. So, hier kommen wir zu E1M7, natürlich. Die damals halt wirklich noch sehr anders aussah. Okay. Oh Gott. Direkt verlaufen. Also ich weiß, wo wir jetzt hier wären in der modernen Map, aber ne, das ist da, wo die ganzen Pickys immer langlaufen. Und hier ist das mit den Barrels, die man abschießt, aber. So, genau, doch, da müsste hier. Genau, hier müsste die rote Karte sein. Ist sie leider nicht. Dann müsste ja hier das Ziel sein. Okay, das sieht halt noch. Oh doch. Man erkennt schon. Also das hier ist zwar nicht vorhanden, aber das ist vorhanden. Und hier hinten geht es zum Ziel. Oder auch nicht. Oh doch. Tja, das Schöne an Doom ist, an Z-Doom ist, man kann ja hier auch ein bisschen tricksen. Infinity Ammo. Und Fast Weapon. Jetzt haben wir den Minigun. Einfach 1200 Schuss pro Minute. Easy. Gott, Fahrstühle, Alter. Muss der durch? Nein. Ich will hier raus, na, ich lass mich. Jawohl, jawohl. Tja, und das ist der Grund, weswegen damals die ganzen Fahrstühle wieder gegen Treppen ausgesetzt, ausgetauscht wurden.
Weil die Fahrstühle waren halt ultra langsam und haben ultra Zeit geschluckt. Und überhaupt alles scheiße. So, der Ausgang ist in die Richtung. Party hard. Party hard. So. Blaue Karte bekommen wir. Scheiße, stimmt, man kommt da gar nicht durch. Gibt es diese auslösende Dinger schon? Nö. Gibt das hier schon? Nö. Ja, Sakrileg. Okay, die Map ist tatsächlich schon fast so, wie sie heute ist. Auch sehr schön. Finde ich ja direkt geil. So, die blaue Karte, wo waren die? War die hier oben irgendwo? Ich bin gerade ein bisschen. Die müssen doch hier gewesen sein, ne? Genau, hier geht's runter und dann war die hier unten. Ja, sehr schön. Hallo? Lass mich durch. Arschloch. Muss ich hier raus? Gott, das dauert aber lange, lange, lange. Danke. Und jetzt hoch. Na komm. Hütchen, dann würde ich mal sagen, soll das aber auch mal gewesen sein für die Vorstellung der Alphas. Wie gesagt, ab nächste Woche geht es dann wieder mit dem normalen Doom weiter. Ich wollte dir halt nur mal gezeigt haben, dass es Doom auch schon vor Doom gab. Ja. Genau. So, dann mal weg, beziehungsweise direkt mal aufräumen. Du kannst weg. Oh, wurde auch nicht. Egal, kann alles weg. Ist das überhaupt noch lauffähig? Genau, das ist von unserem Let's Play. Der Spielstand müsste doch schon uralt sein, dass er überhaupt noch lauffähig ist. Ja gut, andererseits, bei GTA Doom gab es auch schon ewig keine Updates mehr. Das ist immer noch Version, ne, 4.33 von Anfang des Jahres. Also, ich meine, wir haben jetzt... Ne, die letzte GZ Doom Version ist mittlerweile ein halbes Jahr alt. Heftig. Und viel ist GZ Doom ausgestorben. Aber gut. Bis dann.